Moin Leute, ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Osterwochenende. Ich werde jetzt zum Abklingen des Abends nochmal durch den Garten stritzeln und noch ein, zwei Sachen bauen. Denn ich habe ja hier meine Wassersäule. Die wurde auch schon ein paar Mal nachgefragt, wo es die gibt. Ich verlinke euch die mal einfach unterm Video. Die ist soweit tipptopp, ist auch alles gut. Die wird einfach mit dem Schlauch hier hinten angeschlossen und dann hat man praktisch einfach einen schöneren Auslass. Aber das hier ist nicht so richtig optimal. Ich kann hier zwar eine Gießkanne drunter stellen, hier habe ich eine Steinplatte. Aber das muss ich alles nochmal irgendwie ein bisschen neu machen. Aber nichtsdestotrotz muss ich hier meine Gießkanne drunter stellen, um da mein Hochbeet zu gießen. Und das ist irgendwie ineffektiv. Deswegen werde ich mir jetzt gleich was basteln mit einem kurzen Schlauch, der hier einfach rüberreicht. Und parallel packen wir nochmal den Schneckenzaun aus. Den wollte ich mal begutachten. Der ist ja kurz vor Ostern angekommen. Aber ich hatte bis jetzt einfach noch keine Zeit. Und hier haben wir auch schon was. Die Pistole ist doch schon mal ganz gut. Und ich habe hier noch so ein altes Reststück gefunden, da brauche ich oben die Muffe von. Ist zwar keine hochwertige, aber soll es wohl erstmal tun. Und jetzt fix im Keller noch mal ein Stück alten Schlauch abgeschnitten. Da habe ich immer noch so ein Ende rumliegen, wenn mal die Heizung entwässert werden muss oder so. Aber das war sowieso viel zu lang. Also habe ich mir da hiervon jetzt mal ein Stück gegönnt. Und das basteln wir jetzt zusammen. So sieht unser Gespann aus. Mit dem Schnellverschluss soll das Ganze hinterher hier dran machbar sein. Aber lang genug, um dass es hier hinragt. Denn, schaut mal hier. Da kommt schon der erste Spinat überall raus. Hier haben wir Radieschen. Dann haben wir hier Möhren da drunter. Aber die gucken noch nicht raus. Und wer meine Videos verfolgt, der weiß ja, Möhren einmal austrocknen in der Keimphase, zack, das war's. Deswegen sagen auch die meisten Leute, dass Möhren extrem schwierig sind. Aber sind sie eigentlich nicht. Deswegen gibt es hier meinen Brettertrick. Wobei ich den jetzt heute selber nicht angewendet habe. Das Brett lag daneben. War jetzt nicht so schlau. Hier an der Stelle werde ich den Schlauch jetzt einfach durchschneiden und dann montieren wir hier das Gegenstück drauf. Und da haben wir schon. Jetzt kommt auf die Seite die Muffe, einfach erst den Ring drüber, dann hier das Verbindestück. Zack. Dann schrauben wir das Ganze auf und dann können wir auch schon die Waffe durchladen. Sprich, hier das Ganze draufstecken. Easy. Hahn aufdrehen. Und schön können wir hier entspannt gießen. Kein Schleppen mehr, sondern einfach elegant aus der Pistole raus. Genauso will ich es doch haben. Denn auf jeden Fall eine meiner Grundphilosophien ist im Garten, möglichst hohen Ertrag, aber wenig tun. Und wenn ich was tun muss, dann möglichst einfach. So sieht das ganze Konstrukt jetzt aus. Ist natürlich jetzt nicht wirklich schön. Deswegen werde ich mir, glaube ich, hier nochmal so eine Kiste besorgen. Hier, das wird ja sowieso noch alles fertig gemacht. Die Hecke wird ja noch zu höher. Und dann werde ich mir so eine Kiste besorgen, wo ich dann Schlauchanschlüsse und eine Gießkanne oder so drin verschwinden lassen kann. Aber fürs Erste haben wir hier einen Erfolg. Trockene Seite, nasse Seite. Und wie ihr seht, hier überall sprießt der Spinat. Also diese ganze Hälfte hier wird mit Spinat voll sein. Dann haben wir hier Radieschen. Und irgendwas hatte ich hier gepflanzt, das habe ich aber schon wieder vergessen. Aber, Mangold. Hier kommt Mangold hoch. Und dann haben wir hier komplett eine Reihe entlang mit Möhren. Und wer sich jetzt fragt, was kommt hier auf das kahle Stück? Da kommen erst Kopfsalate hin, später dann Kohlsorten und in die Ecken möchte ich überall Cucumber, wie heißen sie? Nicht Cucumber, sondern Gurken. Einlegegurken reinpflanzen, damit das Ganze dann überwuchern kann und auch im Außenbereich weiter wächst. Und hier das vertikale Hochbeet geht auch nächste Woche weiter. Die Pflanzen dafür sind fast alle zusammen. Erde liegt ja zum Teil schon hier neben. Hier oben sollen ja Kräuter reinkommen und darunter wird dann mit verschiedenen anderen Sachen gefüllt. Nur der Standort hier, den werde ich, glaube ich, nochmal wechseln. Und nicht vergessen, ganz wichtige Arbeit, immer mal kurz kleine Unkräuter, die gerade aufkeimen, direkt beseitigen und dann habt ihr einfach weniger zu tun. Und schaut mal hier am Popo vom Tiki-König. Da wächst ein Farn hinter, weil die Sonne wandert so rum. Also steht er hier immer im Schatten. Wie schön der schon austreibt hier mit so diesen ersten roten. Das ist ein Regenbogenfarn. Der hat sowieso so ganz schimmernde Fassaden, wenn er dann größer ist. Und ich sehe da gerade, mein Highlight im Garten kommt wieder hoch. Aber wir holen jetzt erstmal den Schneckenzaun und gucken uns den an. Und gegen Ende zeige ich euch nochmal, was ich da meinte. Dann schauen wir hier jetzt mal ganz entspannt rein. Der ist wirklich krass hoch. Den gibt es auch in flacherer Form. Ich habe mir gedacht, 25 cm wird wahrscheinlich eine gute Höhe sein. Aber wenn ich das jetzt so sehe, ja gut, man steckt den so weit rein. Der hätte auch flacher sein können. Aber naja, wenn schon, denn schon. Und hier sehen wir das Ganze.
Ich zeige euch das mal von der Seitenansicht. Im Prinzip ist ein Schneckenzaun ja nichts anderes als ein geknicktes Blech. Die Schnecke wandert hier hoch, hier rum und kommt dann nicht hier um die Ecke drumherum. Und dadurch bleiben sie sozusagen draußen. Ich habe zwar nicht wirklich viele Probleme mit Schnecken, aber ich will das einfach mal ausprobieren. Ich werde in meinem Gemüsegarten, ich zeige euch gleich gerne wo, werde ich eine kleine Area machen, die ist 2 Quadratmeter groß, also ungefähr 2 Quadratmeter. Und da werde ich Sachen anziehen, sodass die Jungpflanzen, wenn die von der Schnecke erledigt werden oder angefressen werden, sterben die ja mal gleich. Und wenn die größer sind, das ist kein Problem. Deswegen mache ich mir so eine Safe Area sozusagen, in der ich alles Mögliche anziehen kann, gefahrlos meine Platten reinstellen kann und die können dann entspannt wachsen und dann wandern sie erst in sozusagen das Grenzgebiet. Und damit das alles eine geschlossene Einheit wird, habe ich hier das Ganze bestellt bei Garten AZ. Für den, den es interessiert, wird unten verlinkt. Und das hier sind natürlich dann die passenden. Geht jetzt nicht raus. Den ganzen rausholen. Das hier sind dann natürlich die passenden Ecken, da das Beet ja leicht quadratisch wird. Und was heißt quadratisch? Natürlich wird es quadratisch. Es wird 2 Meter lang, 1 Meter breit und hat dann diese 2 Quadratmeter, die ich nutze. Und schaut mal hier. Die schönsten Tulpen, wie ich finde, gehen langsam auf, brauchen noch ein bisschen. Hier die lilane Variante kombiniert mit dieser weiß-rosanen. Hier sind noch mehr Köpfe. Die brauchen allerdings noch ein bisschen, aber in 1-2 Tagen sind die alle da. Und hier wären eigentlich noch mehr, aber wie ihr seht, die Kollegen von den Kaninchen haben sie abgefressen. Hier kommt noch eine da, aber sie haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Köpfe hier insgesamt getötet. Eigentlich ist das hier natürlich so ein richtig schönes kleines Inselchen. Aber naja, ich muss leider immer mit dem vorlieb leben, was sie überlassen. Aber es wird der Tag kommen, da werde ich sie loswerden, auf die eine oder andere Art. Ich hoffe ja, dass mein Hund da jetzt ein bisschen bei hilft. Gizmo, der verjagt die auch immer schon, also im unteren Garten sehe ich sie selten. Das heißt aber natürlich, dass sie auch mehr wahrscheinlich in den oberen Garten kommen, also hierhin, wo sie auch nichts zu suchen haben. Aber ja, wir gucken mal. Ich werde auf jeden Fall auch mal Kaninchenvergrämungsmittel und solche Sachen ausprobieren, aber da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Also nicht vergessen, Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr es nicht verpasst. Und jetzt machen wir noch einen kurzen Abstecher in den Gemüsegarten, dann zeige ich euch noch, wo der Zaun hinkommt. Aufbauen tue ich ihn allerdings heute nicht mehr, dafür ist es schon zu spät, denn wie ihr hier vielleicht seht, die Sonne verschwindet hier gleich hinter und dann ist es hier stockdunkel. Aber ui, schaut mal, was sie hinterlassen hat. Einfach richtig schön diese Apfelbaumblüten. Die sind einfach vom ganz anderen Level. Normalerweise sind die ja weiß und langweilig. Und die hier sind richtig schön rosa, pink. Aber in einem der nächsten Vlogs zeige ich euch das mal, wenn alle Bäume in Blüte stehen. Das sieht einfach richtig gut aus. Und hier in der Ecke habe ich noch eine Johannisbeere stehen. Und schaut mal, wie voll die hängt. Wenn das hier alles blüht, das sind nur noch 2, 3 Äste. Die muss ich auf jeden Fall mal umpflanzen, weil die hier ein bisschen unglücklich steht. Aber an diesen Ästen ist wirklich richtig was dran. Sind alles 3-jährige oder 2-jährige Triebe. Und hier beim fast schon geputzten Gewächshaus, oder auch nicht, neben dem Rhabarber, der übrigens sich super entwickelt, aber ich muss hier immer noch durch, das werde ich auf jeden Fall diese Woche machen, wird hier in diesem Gestrüpphaufen, werde ich hier vor das Beet ziehen mit den 2 Quadratmeter für die Schnecken und hier hinten hinter, da werden dieses Jahr die Maispflanzen stehen. Und jetzt werde ich mir nochmal die Gießkanne wieder schnappen, weil ich auch da noch eine Schlauchinstallation bis hier rüber machen muss. Ich glaube, ich muss mir nochmal so einen zweiten von denen besorgen, dass ich den hier im Gemüsegarten installiere, dass ich von hier dann auch Wasser abzapfen kann. Eine richtige Leitung legen ist leider viel zu aufwendig, wird irgendwann mal gemacht, aber dann, wenn sozusagen Bagger hier ist und sowieso die letzten Baggerarbeiten erledigt werden mit dem ganzen Gerümpel hier. Aber bis dahin werden wahrscheinlich noch 1, 2, 3, 4 Jahre vergehen und wenn es dann soweit ist, dann werde ich das in eins ziehen. Aber bis dahin brauche ich natürlich irgendeine Lösung mit dem Wässern, denn diese Gemüsegartenfläche hier, das sind ungefähr 70 bis 80 Quadratmeter, die lassen sich ganz schlecht, gerade im Hochsommer, per Hand machen. Deswegen habe ich aktuell so eine Art Schlauchverlängerung. Ich habe einen 50 Meter und einen 25er und dann komme ich so gerade eben hier an. Es reicht aber nicht, um irgendwie einen Rasensprenger dahin zu stellen, sondern ich muss dann hier stehen und sozusagen aus der Ferne dahin schießen. Nicht optimal, aber funktioniert. Oh, und schaut mal hier, dieses sehr zerklüftete und auch sehr trocken aussehende Beet ist voller Leben, denn hier, ich zoome mal ran, da kommen die Puffbohnen hoch. Aber dazu in einem anderen Video mehr. Ich gieße das Ganze jetzt nochmal und zeige euch im nächsten Video auch, wie weit das Beet dort ist. Und jetzt gehen wir nochmal ganz kurz ins Gewächshaus rein
und schauen hier nach, denn buhu, ich habe nicht aufgepasst. Hier wird es natürlich schon richtig warm drin und die Sonnenblumen, die können das absolut nicht ab. Ich zeige es euch mal. Hier sieht man es auch wieder. Die sind leider verstorben, so wie die hier auch. Ein paar haben es überlebt, es sind noch immer genug. Aber so sollte das natürlich nicht sein. Genauso hier die Kohlpflanzen. Guck mal, wie schön die aussehen, schon die ersten Blätter. Also die können bald umziehen. Hier die Zwiebeln, aber hier die ein oder andere Sonnenblume hat es leider dann doch erwischt, weil die einfach zu trocken standen. Also jetzt nochmal gießen hier. Also wie ihr seht, auch einem Gartenprofi passieren mal Fehler. Die ein oder andere Sache geht ein, eine Schnecke geht drüber oder irgendein anderes Tier. Also auch bei mir läuft nicht alles perfekt. Und auch wenn YouTube sonst mal ein bisschen heile Welt ist, deswegen gibt es ja diesen Kanal, ich zeige euch auch die Fails und die Misserfolge. Und auch die unfertigen Gartenecken, die es bei jedem gibt. Also wenn mir erzählt, sein Garten ist perfekt, der hat entweder schon 10, 15 Jahre investiert und das auch ordentlich und auch hier mit Kohle. Sonst würde ich behaupten, hat jeder noch so seine kleinen Ecken, die er noch irgendwie ein bisschen, ja, richtig machen muss. So wie ich zum Beispiel, der immer noch kein Tor hat, um in seinen Garten reinzukommen. Ich springe immer hier über den Zaun drüber. Eigentlich war hier hinten mal ein Tor, aber durch den Kaninchenzaun gibt es das jetzt nicht mehr. Und naja, dementsprechend müssen wir momentan ein bisschen sportlich sein. Aber auch das werde ich die Tage mal in Angriff nehmen, dass ich da wieder mit einem ganz normalen Tor reinkomme. In diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Vlog. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.